Moin Leute, weiter geht's mit Legend of Zelda Wind Waker. Wir sind jetzt hier auf der einen Insel. Wir sehen da drüben jetzt auch schon ein paar Noten. Wir hören sie auch jetzt schon. Heißt, es gibt dann doch leider eine gewisse Reihenfolge, wie wir die Tempel spielen müssen. Ist aber nicht schlimm. Ah, das war jetzt ein bisschen Overkill. Aber die hat's ja gar nicht gejuckt, die Pflanze. Oh, brauchen jetzt den Greifhaken? Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Der Wind müsste auch richtig stehen. Das ist X. Hier. Ne, er steht nicht richtig. Wie war das Lied nochmal? So. Es ist manchmal schwer, die Lieder zu merken, wenn man da mal eine Woche oder zwei nicht spielt. Falsche Taste. Komm, jetzt aber hier hin. Geht doch. Wir brauchen das Lied. Hoch, hoch, runter, rechts, links, rechts. Mal erstmal reden. Oh, werter Freund, wo du bist, es schön, dich nach so langer Zeit wiederzutreffen. Es spricht für dich, dass du mich so ohne weiteres hier in einem kleinen Versteck gefunden hast. Wie? Was ist hier mache? Ich habe mir hier das Stück geprobt, das ich im nächsten Jahr bei der Zeremonie spielen will. Wenn die anderen es schon vorher hören würden, wäre es doch langweilig, findest du nicht? Was? Man kann es von draußen überdeutlich hören. Ach so. Ich war mir sicher, das Rauschen des Meeres würde es übertönen. Ich werde von nun an leiser proben. Ah, das ist doch ein Taktstock. Du bist also ein Dirigent? Sehr fantastisch. Dann wirst du mich also ein wenig dirigieren? Welches Stück spielen wir denn? Ich kann es kaum erwarten. Was ist das für ein seltsames Gefühl, das mich da umfängt? Beinahe so, als würde ich dieses Stück kennen. Werter Freund Wotor, dank dem heiligen Lied, das du mir überbracht hast, wurde mir meine Bestimmung als Weiser des Sefi-Tempels in Bewusstsein gerufen.
Meine Aufgabe ist es, Masterschwert, das du mit dir führst, wieder zu seiner alten Stärke erwachen zu lassen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Bitte geleite mich zum Sephir-Tempel, werter Freund. Schon aus dem Grund, damit meine Vorfahren in Frieden ruhen kann. Alles klar. So, der Tempel war ja hier oben. Oh, dann müssen wir nochmal den Wind drehen. Drehen wir den mal nach Norden. Jetzt bräuchten wir natürlich auch mal die Flagge oder die Fahne. Wenn man die außen einfährt, dann gibt es einen kleinen Boost. Ach, aber komm. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Wir müssen hier nicht im Speedrunner durchflitzen. Motto, genau wie es mit Melody der Fall war, verfügt bestimmt auch Markorus über irgendeine besondere Fähigkeit. Es ist deine Aufgabe, diese an den Tag zu bringen. Halte zusammen und helft euch gegenseitig, dann wird ihr auch diese Strapazen dieses Tempel überwinden können. Bin ich mir sicher. Mit der ist er hin und her wackelt. So. Dann machen wir die Tür auf. Ernsthaft? Du bist so langsam? Ah, na gut, er hat kleine Füße. Dann nochmal. Und offen ist die Tür. Dass da keine normale Tür sein kann und immer nur so ein Fallschacht. Sich zu tragen. Was passiert, wenn wir dich werfen? Aha.
sieht mir stark nach Stahlstiefel aus. Ah, okay. Was sind das? Was bist du denn für ein komischer Vogel? Wir brauchen das Puppenspielerlied. Wie ging das denn nochmal? Links? Ah, okay. Okay, der kann hier Bäumchen wachsen lassen. Nein. Verstecken wir dich mal kurz. Wie haben wir die denn letztes Mal besiegt? Das war doch mit Bomben, oder? Genau. Oh, was haben wir hier hinten? Das Ding könnte man auffackeln. Oh, komm, es müsste doch eigentlich auch mit einer Bombe gehen. Ja. So, Makorus. Pflanz mal das kleine Bäumchen dann noch ein. Okay. Ist eine Kiste entstanden. Und dann müsste er ja eigentlich hier hinten. Ach, man muss A gedrückt halten. Gut. Ist er schwer genug dafür? Ja. Passt doch. Haben wir eine Kiste? Er hat uns den Wind ausgeschalten. Rubine gehen immer. Ja, dann bräuchten wir auch nochmal das Dekoblatt. So, eindrücken. 1, 2, 3 und boing. So, da haben wir doch den ersten Raum schon mal gemeistert. Oh. Was haben wir hier? Oh nee. Die waren mit Pfeile zu besiegen. So, wenn wir das hier aufwirbeln. Einmal hier hin. Damit geht das wieder zu. Das war vielleicht jetzt nicht so klug.
Obwohl, doch, geht. Du mal her. Musst du wieder ein paar Samen anpflanzen? Eins und Nummer zwei. Damit geht die Tür auf, okay. Aber hier ist doch noch mehr versteckt. Wusste ich doch. Hier kann man wirbeln. Das sieht mir hier auch fast danach aus, dass man den Enterhaken bräuchte. Ja, man bräuchte eigentlich den Enterhaken. Heißt, in dem Raum können wir nicht weitermachen. Dann gehen wir noch mal in den nächsten Raum. Hier können wir gerade auch nichts machen. Flatter du mal hoch. Okay. Nein. Okay. Ist er irgendwo hier? Der Freund, ich bin hier. Da drüben haben sie ihn hingebracht, alles klar. Was bist du? Ach, der müsste doch Hunger nach Bomben haben, oder? Ja. Oh, gehen wir doch mal kurz zu Makoros. Ja, der Freund. Die Steinstatue, die den Ausgang versperrt, sieht furchtbar schwer aus. Um sie bewegen zu können, müsstest du schon so schwer sein wie der Dekobaum. Wenn nur der Dekobaum hier wäre. Ja gut, aber ich krieg das nicht rangezogen. Das Einzige, was wir noch hätten, wäre hier der Raum. Thank you.
Uiuiui. So. Da unten ist so eine Hand. Passiert nichts. Wenn wir draufhämmern, auch nichts. Ah, gut. Wo ist die Hand hier? Ich hasse die Hände, ey. Die erschrecken einen immer zu Tode. Oh, nicht noch so einer. Ach, die nimmt die Bombe auch auf. Dann spielen wir doch mal. Wer hält länger? 3, 2, 1, hier. Selber schuld, wenn du sie fängst. Okay. Hiermit. Müssten wir doch eigentlich hochkommen in der Theorie. Hier ist eine Truhe. Hey, ein Amulett. Bringt das was, wenn wir das hier offen haben? Nee. Hier können wir nicht durch ohne Makoros. Okay. Uiuiui. Du gehst mir auf den Keksvogel. Bye bye, Vogel. Müssten wir doch eigentlich bis da drüben zur Truhe schaffen. Nein, 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 nein. Unsere Energieleiste, ich glaub's nicht. Ich hätte mir vielleicht von der Oma wieder so super holen können. So schöne Süppchen. Mit der kleinen Ampulle. Da, das ist doch mal nach meinem Geschmack. Müssen wir da hoch können, oder? Nee.
Okay, versuchen wir es nochmal. Die Truhe will ich noch holen. Aber diesmal nehmen wir einen anderen Weg. Ein bisschen von dem Energiezeug zusammen ersparen. Kompass oder Karte? Na, die Karte. Okay, hier zurück können wir eigentlich. Versuch's mal. Wäre aber fast am sinnvollsten. Wenn man da mit Anlauf rüber geht. Das wird kacke eng. Aber sowas von. Uiuiui. Okay, hier unten haben wir nichts. Richtiger Knopf habe ich auch. Dann fliegen wir da mal rüber. Gut, und ich habe mal eben auf die Uhr geguckt. Von der Zeit her sind wir einigermaßen drüber. Das ist wieder mehr, als ich eigentlich aufnehmen wollte von der Zeit her. Aber hat noch so viel Spaß gerade, da kann man ein bisschen mehr aufnehmen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wiedersehen.